Hallo? So. Hier geht's gleich hektisch weiter. Lara in Stealth-Haltung. Noch zur Erinnerung, bis auf zwei Ausnahmen ist sie jetzt vollständig bewaffnet. Und das geht hier gleich richtig hektisch weiter. Im Prinzip sind wir fast mitten im Inferno. Mitten unter Feinden. Und Lara muss hier jetzt und möglichst unbeschadet. Bleib weg von mir! Komm mit, du! Du machst mich da! Brauchen Sie Leben! Lauf! Ja. Ihre Freundin hat sie gerade befreit. Jetzt geht's hier aber gleich rasant weiter. Szenario versuche ich jetzt immer noch möglichst viel mit Bogen zu machen. Obwohl es mit dem Gewehr natürlich leichter wäre, aber so ganz leicht wollen wir uns das dann ja doch nicht machen. Lautlos ist besser. Macht mehr Spaß. Ich weiß, dass da unten mindestens drei Schlimmis warten. Leib. Und dann fangen sie an zu wimmern, wenn sie getroffen werden oder gar getroffen sind. Vielleicht können sie umgehen. Mach ich! Ich bin mir sicher, dass es auch in der Regel Zeit, die es gibt, dass genau so antwortet. Hier muss man immer so ein bisschen warten. Es kommt immer wieder. Lara könnte auch schon eher nach außen gehen, aber eigentlich. Sollte man zumindest hier ein klein bisschen Geduld haben. Computergame hin, Computergame her. In Rise of the Tomb Raider, die Trinity-Soldaten, die stellen sich doch noch einen Tick professioneller an. So, jetzt kann sich Lara nämlich raustrauen.
dieser Stelle dauert das schon eine ganze Zeit, bis sich auf der Seite des Gegners nichts mehr rührt. Und vorsichtig sein, weil das so richtig neblig ist. Siedler natürlich auch nicht immer gleich alles. Dieser Stelle gar nicht erst übermütig werden. Der Scheinwerfer da, der ist nicht zu zerstören. Gleich weiterlaufen. Lara, kletter rüber. Na los! Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Auch hier war ich immer so ein bisschen dankbar für Toms Erklärung im Nara-Web. Er schreibt an verschiedenen Stellen, dass der Weg eigentlich klar ist. Klar, hat er recht. Aber man ist dann ja doch ab und an mal ein bisschen nervös. Ich ganz besonders. Ich bin nicht der typische Zocker, Gamer. Ich tue das immer schon ganz gut, wenn ich eine gute Vorstellung habe, wo es weitergeht. Oh nein, sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Yep. Sind hier noch mehr Ungläubige? Game ist. Man lasse sich nicht täuschen. Streng hierarchischen Extremistenorganisationen geht das nicht viel anders zu. Yeah.
Level-Finale. Ra! Wo bist du? Ich bin hier. Na los, spring! Du schaffst das! Versatz im Spiel. Das ist wirklich das Spiel. Nicht die Umgebung. Lara, nimm meine Hand! So sehr spät, wie ich meine. Aber gut. Immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen.
PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. In den Spielebeschreibungen heißt das jetzt zu dem, was sich hier jetzt andeutet und auch. Geht. Im nächsten Level zumindest teilweise stattfindet nämlich ein klein wenig Ruhe. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann nicht. Ich sag hier jetzt auch schon mal tschüss. Dauert noch einen Moment. Jonah! Reyes! Lara, es tut mir leid. Verdammt! Ich hätte mit Ihnen gehen sollen. Tränen bringen mich nicht zurück, Mädchen. Lara. Das hat Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Bis zum nächsten Mal.